Und jetzt kommt ein Themenswitch. Ich habe es heute früh schon angekündigt. Super spannendes Thema. Spätestens natürlich auch, oder für einen Privatmann, aber spätestens für alle Aufbereiter. Wir müssen unsere Ergebnisse auch darstellen können. Und da habe ich mir einen Experten geholt, der hier auch das hier auf die Beine gestellt hat. Christoph, ich freue mich, dass du hier bist. Und uns zum Thema Fotografieren Autos. Genau, du winkst uns zu. Ich lasse dich jetzt auch ein paar Minuten alleine. Bin nachher wieder für euch da. Absoluter Fachmann im Bereich Autofotografie. Okay, ja, danke. Achso, jetzt sagt die Regie mir gerade, du sollst dich noch mal kurz hinsetzen, bitte. Lass uns doch ein bisschen unterhalten. Genau. Wir wollen auch zu dir einen kleinen Background. Erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du machst. Ich bin der Christoph. Ich bin Videoproduzent aus Berlin und Hobbyfotograf. Das ist mir auch wichtig zu sagen, falls jemand zuschaut, der mit Fotografie sein Geld verdient, sind vor allem für Hobbys eine Hobbyfotografie für Autofotografie, die ich gleich geben möchte. Meine eigentlichen Brötchen verdiene ich mit Videoproduktion und Live-Übertragungen wie heute hier. Ja, auch sehr eindrucksvoll. Was macht dir am meisten Spaß daran, wenn du jetzt so... Tatsächlich ist es die Komplexität. Also die, wenn man sich so einen Livestream anschaut, dann denkt man, okay, da sind Kameras, zwischen denen muss gewechselt werden, da ist ein Mikrofon, das kriegt man schon irgendwie hin. Aber wie viele Stunden die Autolackaffen und wir zusammen das hier vorbereitet haben, sind so viele Details, wer kommt wann, welches Mikrofon, wann, mit welchem Auto wird das gebracht, wer holt die Sachen da ab, wer bringt es da wieder hin, wo kommt das Schild her und so. Das sind so viel wirklich Hunderte und mir macht es einfach extrem Spaß, diesen Überblick darüber zu haben und alle Gewerke zusammenzuführen. Ja. Ja. Wollen wir vielleicht mal die Kameras, das Studio einmal kurz lang schwenken lassen, dass man so sieht, was hier eigentlich passiert ist? Super gerne. Schwenkt genau. Einfach mal rum, dann können wir uns mal angucken, was hier alles aufgebaut wurde. Ich meine, das ist hier ein Raum, genau. Der wird eigentlich als Showroom genutzt. Licht, genau. Wir sind halt nicht in einem Fernsehstudio, was ich super spannend finde, weil das ist eine Herausforderung, in so einer Location einfach vor Ort das Studio aufzubauen. Wir haben natürlich super viel Lampen mitgebracht, um hier einfach eine Grundhelligkeit zu schaffen, dass es nicht aussieht, als hätten wir das in einem Keller gefilmt. Und super viel Tonequipment. Vielleicht kann man auch einmal den Tonbereich einmal zeigen mit den Kameras. Oder auch nicht. genau. Kommt gleich. Und die ganzen Kabel hier führen oben noch in die Videoregie, wo unser Bildmischer sitzt und zwischen den Kameras hin und her schneidet und die Einspieler kontrolliert und so weiter. Und da gehört einfach so viel dazu. Genau. So, jetzt würde ich sagen, habe ich dich lang genug aufgehalten. Okay. Ich lasse dich zu deinem Thema. Ich bin auch ein paar Minuten mal weg. Lass dich alleine und komme gleich wieder. Okay. Genau, als erstes ist mir ganz wichtig, ich bin Hobbyfotograf. Falls jemand mit Autofotografie sein Geld verdient, darf er sehr gerne im Chat seinen Senf dazugeben, mich korrigieren. Ich habe einfach aus meiner Erfahrung eine kleine PDF zusammengestellt, in der ich meine Erfahrung ein bisschen zusammentrage und ein paar Tipps vielleicht für zu Hause mitgebe. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe hier als erstes ein Beispielbild von, was man bei Google findet, wenn man Autofotografie eingibt. Und das ist schon das erste super Beispiel, warum Autofotografie im professionellen Bereich extrem komplex ist, extrem viel Equipment erfordert und heute auch nicht der Bereich sein soll. Denn man sieht es am Auto, wenn eine Kamera mal hier einfach nur die Motorhaube von dem Porsche zeigen kann. Ein Auto ist im Prinzip nichts anderes als eine Reflexionsfläche, ein Spiegel, vielleicht mit Wölbungen, Ecken und Kanten, aber im Prinzip reflektiert sich alles, was wir um das Auto rumstellen, das Auto anleuchten. Wir sehen hier die Ringe. Ich sehe auch die Lampen, die von vorne leuchten. Es ist nicht möglich, etwas neben ein Auto zu stellen und das zu verstecken. Deswegen sehen wir, wenn ihr das Bild gerade seht, hier wird in der professionellen Werbefotografie und auch im Videobereich mit so großen Flächen geleuchtet, dass einfach in Kauf genommen wird, dass es zu sehen ist. Das sieht man, ich kann mal schon mal hier ranzoomen kann. Genau hier auf der Motorhaube, das ist keine Lampe, das ist einfach nur, entsteht dadurch, dass die Reflexion von einer so großen Fläche, einer so großen, ebenen, weichen Fläche so ansprechend aussieht. Und wenn ich jetzt anfange, kleine Lampen um das Auto rumzustellen oder sogar Blitze, dann wird es komplett in die Hose gehen und ich werde einfach nur die Reflexion, im schlimmsten Fall sogar mich selber, auf dem Auto sehen. Deswegen, aber mein erster Tipp, fangt gar nicht erst an bei der Autofotografie, wenn ihr Aufbereiter seid und einfach nur eure Ergebnisse präsentieren wollt, in Equipment zu investieren. Denn da gibt es nicht ein, zwei kleine Tipps, die ich euch geben kann, sondern es ist dann direkt extrem großes, hochwertiges und aufwendiges, teures Equipment. Kommen wir zur Lösung. Mein Tipp dafür ist, stellt das Auto an einen Ort, in dem es okay ist, die Reflexion zu zeigen. Ich habe jetzt hier
zwei Beispielfotos. Das erste ist ein Schnappschuss mit dem Handy. Das rechte Foto habe ich mit einer professionellen Kamera gemacht. Aber man sieht, es ist eine herbstliche Stimmung. Die Blätter liegen auf dem Auto und es passt thematisch. Ich sehe in der Reflexion, sehe ich die Bäume und es passt thematisch. Auf der rechten Seite habe ich durch einen bewölkten Himmel, da kommen wir gleich zu, bewölkte Himmel sind im Prinzip nichts anderes als eine große weiche Lichtfläche, deshalb extrem profitabel für meine Ergebnisse. Das sieht man hier. Ich habe keine Retusche angewendet. Das ist tatsächlich, ich habe die Farben etwas verändert und die Kontraste, aber an den Reflexionen an sich habe ich nichts geändert. Es liegt daran, dass ich habe keine Straßenlaternen, ich habe keine Autos, die nebenan stehen, ich habe keine Häuserfassade. Ich habe ausschließlich die große Fläche des Parkplatzes und darüber eben die Wolken. Und das ist hier extrem, hat das Foto extrem von profitiert. Und deshalb mein erster Tipp, stellt das Auto an den Ort, an dem ihr damit fein seid, was die Reflexion angeht. Das ist das Beispiel, ich habe auch mit Nico schon fotografiert. Das ist die Herausforderung, wenn man sich natürlich in der Aufbereitung der Werkstatt da seinen richtigen Ort findet. Neben dem richtigen Ort ist auch das Lichtverhältnis ein super wichtiges Thema, denn, wie gerade angesprochen, die Wolken finden wir erstmal gut. Das ergibt ein schönes, gleichmäßiges Licht. Nicht so schön finden wir hartes Licht. Ich probiere mal ganz kurz hier ein Beispiel rauszusuchen. Hier habe ich auf der rechten Seite bei mir in der Gegend einen Lamborghini gesehen. Jetzt können wir erstmal denken, ein Lamborghini, so ein Auto, da kann man erstmal gar kein schlechtes Foto von machen. Absolute Fehlanzeige. Trotz der matten Lackierung, auf der ich jetzt gar nicht so viel Reflexion sehe, habe ich in der Scheibe eine hässliche Häuserwand. Rechts habe ich auch eine gelb-orange Reflexion. Katastrophal, direktes Sonnenlicht. Das Foto sieht nach überhaupt nichts aus. Deshalb mein Tipp neben der Location, auf keinen Fall in direktes Sonnenlicht. Es gibt Situationen, da kann man mit Schatten spielen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Aber erstmal, um ein schnelles Resultat zu empfehle ich entweder einen bewölkten Tag oder kurz vor und nach Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, wie auf der linken Seite zu sehen. Da steht die Sonne schon so tief, dass das Licht nicht mehr direkt einfällt und ich ein sehr schönes, sanftes Licht auch wieder von der Himmelsfläche eigentlich. Also es sind ja keine Wolken, es ist einfach ein bläulicher Himmel, den ich hier vorne auf dem Auto habe. Die Sonne ist zwar nach oben, aber trotzdem scheint sie nicht mehr direkt aufs Auto und ich habe nicht diese harten Schatten, die unangenehm werden können. Und trotzdem, mir gefällt das Foto sehr gut, trotzdem muss man sagen, hier sieht man wieder, wenn ihr das sehen könnt, alle Reflexionen, alles was in der Straße. Ich kann es gerade nicht genau erkennen, ich glaube hier sieht man noch ein Auto, hier das Kennzeichen vom Auto davor. Es ist, ein Auto zu fotografieren ist echt eines der schwersten Objekte überhaupt. Deswegen am besten viel Platz, ein bewölkter Himmel oder kurz nach Sonnenaufgang, kurz vor Sonnenuntergang sind so meine Tipps. Das Zweite, was ganz wichtig ist, die Position und der Kamerawinkel. Also alle Tipps, die ich hier sage, sind auch auf jeden Fall auf die Handyfotografie anzuwenden. Da mache ich mal ein Beispiel, das habe ich mit einem aktuellen Handy gemacht. Handys von heute haben ja coolerweise teilweise drei Objektive oder noch mehr, dass ich ein normales Objektiv habe, ein Weitwinkelobjektiv, wo ich sehr viel vom Auto, vom Bild drauf bekommen kann und ein Teleobjektiv, wo ich ein bisschen weiter reingezoomt bin. Und hier habe ich jetzt ein Vergleichsbild gemacht, was die Effekte von beiden Objektiven sind. Die Fotos sind jetzt von den Farben erstmal uninteressant. Es geht hier nur um den Effekt, einfach von den Proportionen und von den Seitenverhältnissen des Autos. Man sieht auf der linken Seite, das wirkt sehr natürlich. Es wirkt angemessen repräsentiert, finde ich. Und auf der rechten Seite ist alles verzogen. Es wirkt total unnatürlich. Die Motorhaube wirkt viel länger. Nach vorne eigentlich ausgebeult. Dementsprechend auf jeden Fall zu beachten, welche Linse verwende ich. Ich kann auf jeden Fall, wenn ihr das auf der linken so bevorzugt wie ich, kann ich euch empfehlen, benutzt ein Teleobjektiv in eurem Handy, wenn das euer Handy hat. Geht ein bisschen weiter weg und probiert das Bild so einzufangen. Auch der Unterschied ist, das sieht man jetzt hier, die Autos nehmen ungefähr den gleichen Teil vom Bild ein, aber auf der linken Seite war ich circa 5 Meter entfernt und auf der rechten Seite bei dem Weitwinkelfoto stehe ich wirklich direkt vor dem Auto. Das ist auch mit der Grund, warum die Winkel so verzerrt sind. Trotzdem, bei Sportwagen beispielsweise kann es einen ganz coolen Effekt haben. Ich habe selber kein Beispiel. Ich habe ein nicht so überzeugendes Foto, aber einfach um den Effekt ein bisschen zu erzählen. Hier auf der linken Seite
sehen wir einen Sportwagen, und der genau diesen Effekt nutzt. Der Kameramann ist der Fotograf ist extrem nah dran am Auto, hat ein weitwinkliges Objektiv drauf. Und das Auto wirkt monströser, es wirkt ein bisschen einschüchternder, kann auch ein gewünschter Effekt sein. Trotzdem, wenn es erstmal darum geht, die Ergebnisse zu fotografieren, ist wirklich mein Tipp, probiert einen bewölkten Himmel abzupassen oder Early Bird Catches the Worm. Steht früh auf, nehmt den Sonnenaufgang mit, kurz bevor die Sonne hochgeht, und holt euch ein schönes, warmes Licht, wie in dem Beispiel hier. Auch wenn Sonnenuntergang ist, das sind so meine Tipps, wie man die Ergebnisse am besten festhält von seinem Auto. Vielen Dank für diese Einführung. Ein, zwei Stellen kann ich noch ergänzen, würde ich einfach mal bitten, wie du das vielleicht fachlich einschätzt. Aus unserem Bereich, das gilt jetzt, um einfach ein Auto schön zu fotografieren. Manchmal haben wir das Ziel, wirklich eine spiegelnde Oberfläche zu zeigen, um halt alle Kratzer darzustellen. Ne? Sondern es geht jetzt bei dem, was du erklärt hast, einfach darum, am Ende ein schönes Ergebnis zu zeigen. Absolut. Ne? Ich komme ja ein bisschen aus der Richtung, in der ich etwas so schön darstellen möchte, dass es jemand ansprechend findet oder sogar kaufen möchte. Und dementsprechend habe ich natürlich den Ansatz, es möglichst ästhetisch darzustellen. Trotzdem, ich habe ja auch mit euch schon viel gefilmt, dass man genauso die Situation haben kann, dass man Kratzer sehen möchte, dass man Lack erkennen möchte auf dem Foto, vielleicht für einen Vorher- und Nachher-Effekt. Ja. Und da ist tatsächlich, beim Auto gilt die gleiche Regel wie bei der Porträtfotografie, direktes Licht, also hässlich. Also einfach hartes Licht, weil es euren Scheinwerfer von vorne rauf, am besten aus dem Kamerawinkel, ist keine gute Idee für ein Porträtfoto, aber wenn man die Macken an etwas zeigen möchte, auf jeden Fall eine gute Idee für ein Vorher-Foto vielleicht. Ja. Was würdest du sagen, einfach mal viel fotografieren bringt viel Übung? Wie kann man da gut reinkommen in das Thema? Ist eine gute Frage. Was ich da als erstes mitgeben möchte, ist, auf keinen Fall fehlendes Equipment als Ausrede zu benutzen. Das ist wirklich so ein Ding. Alleine ich als Hobbyfotograf bekomme wirklich sehr schnell die Frage, welche Kamera hast du, welches Objektiv hast du, welches Programm benutzt du? Und wahrscheinlich sagen es alle Fotografen, ich kann es nur wiederholen, es ist einfach nur eine Ausrede, nicht einfach sich auszuprobieren. Vor allem heutzutage, wenn man ein Handy hat, die 12 Megapixel, 24 Megapixel Kameras drin haben, die neuen Handys sogar verschiedene Linsen, es gibt diese Equipment-Ausrede, die gibt es einfach nicht mehr. Es ist absolut hochwertig genug für 90% der Leute, die das auf Instagram posten wollen, die das in ihrer Story posten wollen oder auf anderen Plattformen, auch für ihre auch für Webseiten. Auch das Argument, das muss aber auf meiner Webseite, absolut nicht mehr gegeben heutzutage, wenn es einen daran hindert, den Content zu produzieren. Deswegen mein Tipp, keine Gedanken machen über Lampen, muss ich den Blitz kaufen, muss ich mir das Objektiv kaufen, das Handy nehmen und damit so viel ausprobieren, was geht. Es gibt dann ein paar Grenzen einfach irgendwann, wo professionelles Equipment wieder Sinn macht. Ein schönes Beispiel bei Autofotografie, falls sich jemand von euch schon ein bisschen damit mehr auseinandergesetzt hat, ist ein Polfilter. Ein Polfilter, ich kann dir gar nicht genau sagen, was er technisch genau macht, aber er hilft zumindest, die Reflexion und Spiegelung aus dem Auto rauszunehmen. Dann kriegt man manchmal coolere Effekte und hat vielleicht eine Reflexion rausgefiltert, ohne Photoshop schon im Foto selber. Aber das ist wirklich, wenn man an dem Punkt ist und sagt, hey, mit meinem Handyfoto komme ich hier nicht weiter, ich muss jetzt investieren in Equipment, weil mir ist dieser Fehler aufgefallen und ich möchte daran gerne etwas ändern, dann kann man den Schritt wagen, aber erstmal zu sagen, ich möchte mich mit Fotografie auseinandersetzen, ich fange jetzt an zu fotografieren, auf jeden Fall das Handy nehmen, viele Lichtsituationen ausprobieren, auch viel gehen, mit viele Winkel ausprobieren, von unten, von oben, weitere Entfernungen, ja, einfach machen. Welches Format empfiehlst du, oder gibt es da Unterschiede, wann man welches einsetzt? Ja. Ich habe lange Zeit, wahrscheinlich vor allem, weil ich aus dem Videobereich kam, horizontal fotografiert und muss wirklich sagen, dass es bei Instagram, so bitter es klingt, 90% der Leute, die heute Fotos oder Videos machen, wollen sie auf Instagram, YouTube auch für Videos, aber für Fotos natürlich hauptsächlich für Instagram, auch für Facebook gilt das Gleiche, benutzen. Und da ist einfach ein Hochformat von Vorteil, sowohl für die Story offensichtlich ein Hochformat, aber auch wenn ich einen normalen Beitrag poste, habe ich einfach mehr Platz und kann mehr Details zeigen, wenn ich für ein Hochformat mich entscheide. Würdest du sagen, jetzt, das ist ja perfekt, dich mal hier zu haben als Nicht-Autopflege-Experte, sondern eher aus so mal der Kundensicht, was würdest du sagen, ist ansprechender, wenn man sehr viele Bilder postet, wo die Leute sich durchscrollen, oder ein markantes, wo man sagt, es knallt?
Da gibt es nicht die richtige Antwort. Ich würde sagen, dass beides funktionieren kann. Ich würde es austesten, denn vor allem in Social Media ist es ja so, ich sehe Social Media so, dass jeder Beitrag, den ich poste, der ist nach 24 bis 36 Stunden in den Tiefen des Internets verschwunden. Das heißt, wenn der gut ist, hatte ich meine 15 Minutes of Fame und wenn er schlecht ist, dann hat es eh keiner gesehen. Da kann ich es nochmal probieren. Und deswegen, wenn ich sage, hey, funktioniert es eigentlich besser, wenn ich 5-mal am Tag ein Foto hochlade, was so ein Medium ist, oder gebe mir eine Woche Zeit mit der Nachbearbeitung? Ich weiß die Antwort nicht. Ich glaube, beides kann funktionieren. Es ist auch charakterabhängig und es gibt einfach Leute, die haben Hang zu Perfektionismus und manche sind einfach Macher und die wollen das ausprobieren und die wollen es raus und die wollen es teilen. Vielleicht muss da jeder für sich seinen Weg finden, aber es gibt da auf jeden Fall kein richtig und kein falsch. Hervorragend, Christoph. Ich glaube, super für Input. Vielleicht hast du noch eine Idee, wo kann man sich mit dem Thema tiefer beschäftigen? Wo hast du dein Wissen her zum Beispiel? Tatsächlich, mein Fotografie-Level, ich habe eine Ausbildung gemacht im Medienbereich und bin da reingegangen und dachte, jetzt werde ich nach den 3 Jahren auf jeden Fall richtig was über Fotografie lernen. Zero. Ich habe was über Licht gelernt, über Ton und Kamera, aber über die Fotografie an sich nicht und habe deswegen angefangen, parallel mir alles über YouTube beizubringen. Okay. Alles das also auf YouTube. Ich kann auch wirklich nur davon abraten, Geld für Kurse im Internet auszugeben im Thema Fotografie. Es ist in Hülle und Fülle auf YouTube kostenlos verfügbar. Herzlichen Dank für den Beitrag, es hat uns wirklich Dankeschön, sehr gefreut. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Und danke für die Produktion. Ja, sehr gerne. So, ich glaube, wir machen gleich weiter, Regie. Perfekt. Christoph, ich darf dich verabschieden. Du darfst wieder zu deinem eigentlichen Job. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich wink mal ganz Corona-konform. Genau. Dankeschön. Dankeschön.